Mein Tag startete um 5.45 Uhr und da ging es direkt ins Badezimmer und ich machte mich erstmal fertig. Wir sollten vorgeschminkt dort sein, also habe ich mich schon mal so weit wie es geht ready gemacht. Ja, dann ging es auch schon in die Küche. Ich habe natürlich, wie kann es anders sein, mein Eiweißshake als allererstes vorbereitet. Und ja, ich hatte ja 800 Kilometer vor mir und werde auch direkt nach dem Auftritt danach wieder zurückfahren, diese 800 Kilometer. Also wollte ich natürlich Verpflegung mitnehmen und die Fahrt mir ein bisschen angenehmer gestalten. Ja, nachdem ich dann meine Proteinriegel eingepackt hatte und auch mein Eiweißshake fertig hatte, ein paar Brote geschmiert habe, habe ich noch mein Kätzchen versorgt, habe Heli noch ein bisschen Essen hingestellt und ja, habe dann den Koffer gepackt mit meinen Auftrittsklamotten und Kosmetikartikeln, die ich so brauche. Ja, dann habe ich natürlich noch ein Foto für Social Media geschossen, das darf nicht fehlen. Und dann ging es auch schon los, mein Auto hat im Jahr nur 10.000 Freikilometer. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, mir bei Europcar ein Auto zu leihen und den Benz mal kurzerhand gegen den Audi zu tauschen für 24 Stunden. Und das habe ich auch gemacht und dann ging es auch schon los auf die 800 Kilometer nach Bayern. Angekommen erstmal in der Tiefgarage, habe ich in München ein Nickerchen gehalten und versucht, mich ein bisschen zu stärken. Ja, dann ging es auch schon hoch zur Sonnenklar TV ins Studio und da sind wir dann erst einmal in die Maske geführt worden zum Nachschminken, bevor es dann auf die Bühne ging. Und ja, ich war total aufgeregt gewesen. Ich habe so gehofft, dass alles wirklich gut läuft. Und ja, das lief es definitiv. Ich bin sehr zufrieden. Und ja, auch ein Riesendanke nochmal an der Stelle an das Kamerateam vor Ort, an die Visagistin und natürlich an den Moderator Jan Kunert, der einen das so leicht wie möglich gestaltet hat und wirklich alle super lieb, super toll waren und einen da unterstützt haben, wo es nur geht. Danach, nach meinem Auftritt, ging es dann auf die rote Couch, also sprich zum Talk mit Jan Kunert. Und ihr seht jetzt hier ein paar Bilder, die mein Management von zu Hause aus am Fernsehen aufgenommen haben. Danke an der Stelle nochmal an mein Management, Mike's Music Media. Ja, hier seht ihr mich dann auf der roten Couch bei Jan Kunert. Wir haben natürlich über den Erfolg gesprochen, den ich jetzt schon auf Mallorca habe, innerhalb von nicht mal 2 Monaten. Und über die Ziele, die wir haben, natürlich auch Auftritte in Deutschland zu generieren. Ja, unter anderem im August auf dem Christopher Street Day, wo ihr mich dann sehen werdet, in Magdeburg. Ja, danach ging es auch schon ins Auto und die 800 Kilometer zurück. Ich war mega müde und ich habe wirklich befürchtet, dass ich es nicht schaffen werde. Hab's aber durchgezogen und war schließlich um 4.35 Uhr nachts wieder zurück im schönen Ruhrgebiet.